So, da sind wir wieder. Und ja, ich habe, ja, wie gesagt, ansatzweise nachgeguckt. Der Weg war gar nicht so schlecht. Also ich muss jetzt erstmal wieder nach unten und ich muss das Wasser wieder ausstellen. Und eigentlich waren wir schon mal so, ja, ich war eigentlich schon fast nah dran. Fast nah dran, ja. Ich muss nämlich tatsächlich in diesen Schacht und da habe ich ja gesagt, ich kann nichts machen. Und ich hätte eigentlich schon selber drauf kommen können. Ich kann hier, glaube ich, mit dem Wandsprung nach oben kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ich versuche das einfach mal. Muss ich da gegen das Gitter springen oder wie? Nee. Also, ich habe nur gelesen, man soll versuchen, nach oben zu kommen, ohne das Wasser hochzustellen. Aber. Wie soll ich denn das machen? Für den Wandsprung ist doch der Abstand viel zu groß. Und hier. Nee, da komme ich aber nicht nach oben. Ach so, wahrscheinlich gar nicht innen, sondern ich muss von außen versuchen, da hochzukommen. Und zwar nach Möglichkeit, was heißt nach Möglichkeit? Und zwar ohne das Wasser abzustellen. Oder abzustellen. Ohne das Wasser hochzustellen. Und da das Wasser jetzt ganz tief ist, kann ich auch die Rampe nicht benutzen. Das heißt, ich bin wieder auf meine Kehrschaufeln angewiesen. Da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Aber anscheinend ist es wirklich notwendig. Und am besten so, dass ich auch noch die richtige Richtung erwische. So. Also hier hat es ja schon mal geklappt, aber die andere Kehrschaufel, die hier, die macht mir immer ein bisschen Sorgen. Die will nicht so richtig. Okay, das hat jetzt geklappt. Und hier brauche ich sie, glaube ich, nicht. Da komme ich anders besser hoch. Und zwar hier mit meinem Block. Beziehungsweise halt, Moment. Ich muss, glaube ich, gar nicht ganz rauf, oder? Hier, da muss ich hin. Und zwar über diese Stufen. So. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier drauf, dass ich auf diesem Brett lande. Ja. Und jetzt stehe ich auf dem Brett und nichts passiert. Ich dachte jetzt, vielleicht drückt es dann den Stern runter. Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Ach, Menno. Ja, okay, ich habe jetzt gerade nochmal auf die Lösung geguckt, aber das, was ich tun soll, das geht nicht. Also ich soll hier auf das Brett springen. Und dann hätte das eigentlich nach unten fahren sollen, aber das tut's nicht. Ja, und was mache ich jetzt? Ich muss das irgendwie dazu bringen, dass das nach unten fährt. Aber. Und dann. Ach Mensch. Also, passt auf, ich lese euch mal kurz vor, was da steht. Stellt das Wasser ganz flach, schlagt den Block weg und versucht, ohne das Wasser höher zu stellen, nach ganz oben zu kommen, wo der Block mit der 5 auf dem Gitter war. Ja, genau, das ist ja hier. Springt dort auf das abstehende Holzbrett. Es fährt nach unten. Springt nun auch nach unten, um schneller zu sein. Ja, genau, und dann muss ich da wieder drauf. Also, es sind im Endeffekt nur 5 Sätze, die da stehen. Und ich muss auf dieses Brett. Ach so, auf das Brett. Au, scheiße. Ich sehe nichts. Und jetzt muss ich da drauf. Und ich war zu langsam.
Oh, das wird aber schwer, da drauf zu kommen, weil das ist auch noch relativ hoch. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal nach oben. Und am besten sammle ich unterwegs noch ein paar Münzen ein, weil meine Energie schon etwas angematscht ist. Geh weg. Nein, nein. Oh, das war zu weit weg. Oh Mann. Und jetzt habe ich... Oh, verdammt. Und ich habe fast keine Energie mehr. Und wenn es jetzt nicht auf Anhieb klappt, dann bin ich tot, weil hier kriege ich auch keine Münzen auf dieser Ebene. Ah, so ein Ärger. Ja, ja, da keucht er schon. Ich muss die Kehrschaufel dazu bringen, dich da ranzukommen. Okay, das ging jetzt. Und ihr bleibt mir alle vom Leib. Ich muss jetzt Münzen einsammeln. Uiuiui. Okay, das hat geklappt. Okay. Ja, jetzt wird es bestimmt ein paar Kritiker geben, die sagen... Oh, ah, nein! Ja, der Weg war einwandfrei. Ich hätte nur das Holzbrett unterwegs noch mitnehmen müssen. Ja, es wird jetzt bestimmt einige Kritiker geben, die sagen... Oh, das ist doof, dass du das nachgeschaut hast. Ja, ich weiß. Also, es stört mich auch ein bisschen. Gebe ich auch zu. Also, ich bin da nicht stolz drauf oder sowas. Aber es ist eben ein Jump and Run und es ist kein Rätselspiel. Wo ich jetzt das Let's Play unnötig in die Länge ziehen möchte, nur damit ich alle Rätsel selber erforsche. Also... Ah, jetzt klappt's aber, ne? So. Und wir haben ja auch noch ein paar Level vor uns. Und ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich versuchen soll, alle Sterne zu holen. Der Phil hat ja geschrieben, dass ich das wohl nicht schaffe, weil das wohl auch ziemlich schwierig ist, gerade mit diesen 100 oder 120 Sterne, Münzen pro Level. Deshalb... Verdammt. Ah, verdammt. Knapp. Ja, das ist, weil halt auch die... Ja, ich schieb's jetzt auf die Kamera. Weil die Kameraführung so doof ist, ja, kann man da nicht richtig zielen beim Springen und... So. Mittlerweile habe ich zumindest etwas Kehrschaufelübung. Die haben bestimmt auch irgendeinen Namen, die Teile. Ich weiß ihn jetzt halt nicht. Nein, so viel Kehrschaufelübung will ich dir nicht... Oh, da wollte ich jetzt nicht hin. Ja, toll. Ja, toll. Und jetzt versenkt er sich gleich noch den Hintern. So, ich brauche jetzt unbedingt Münzen. Oh, 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 oh. Und hier sind nicht mehr viele. Ich versuche jetzt mal eben mir hier noch welche zu holen. Weil mit halber Energie diesen tiefen Sturz... ...möchte ich mir eigentlich jetzt nicht antun. Ja, jetzt bin ich noch nicht dicht genug dran. Ja, jetzt... Ich vermisste ja schon fast wieder solche Level wie die grüne Giftgrotte oder so. Ich weiß nicht, warum ich gerade daran denken muss, aber... So, okay. Ich könnte wahrscheinlich auch die Blöcke zerschlagen. Ja. Ich probiere das jetzt mal. Mag er gerade nicht. Ja, ich habe gedacht, dann geben die vielleicht ein paar Münzen und... Mir fällt gerade auf, ich habe jetzt hier zumindest bei dem Part jetzt und bei dem vorhin, also ihr habt ihn quasi gestern oder vorgestern oder so gesehen, gar keine roten Münzen gesehen. Gibt es in diesem Level gar nicht die Mission, finde 8 rote Münzen oder... So, runter, runter, runter. Abbremsen. Rein. Hm. Ach Mann. Ja, ich wollte ja drauf springen, aber man muss einen Doppelsprung machen, sonst kommt man nicht hoch genug. Und...
Och, ist das nervig. Das kann ich auch nicht irgendwie abkürzen oder sonst irgendwas. Ich muss das tatsächlich richtig hinkriegen. Ui, das war knapp. Oh, bildschön gesprungen hier oder geworfen worden. So. Ja, Gott sei Dank geht es relativ schnell, aber. Das Problem ist wirklich, dass man da schnell sein muss. Also. Jetzt bremse ich mal nicht ab. Scheiß auf die Energie. Ich will einfach nur so schnell wie möglich hier in dieses Loch rein. Ach Mann. Ja, jetzt wollte ich es mit dem Wandsprung noch schnell machen, aber ich habe schon gemerkt, ich war festgehängt und dann haut es nicht hin. Und jetzt muss ich mir mal kurz blaue Münzen holen. Damit die Energie wieder voll ist. Also allzu häufig kann ich mir jetzt keine Abstürze mehr leisten. Ja, und warum muss jetzt da das Wasser unten bleiben? Ganz einfach, wenn das Wasser hochfährt oder hoch ist, dann komme ich nicht schnell genug runter, um den Aufzug zu erreichen. Und ich brauche den Aufzug trotz des Wassers, weil das Wasser eben nicht bis ganz an den Stern ranreicht. Und der Fall, also ich kann nicht so schnell tauchen, wie ich falle. Und deshalb bin ich darauf angewiesen, dass das Wasser auf ganz niedrig gestellt ist. Weil ich sonst nicht rechtzeitig in diesen Schacht reinkomme. So. Also jetzt auf ein neues. Rein, 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 rein. Oh! Okay, jetzt bin ich drauf. Oh, okay. Ja, also es ging jetzt eigentlich wirklich nur mit diesem Wandsprung. Und jetzt kann ich mir den Stern holen. Ah, beeile dich, ja. Also beeilen war da wirklich notwendig. Und speichern. Du hast 70 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe lüften. Begib dich zum finalen Duell mit Bowser. Ja, ich könnte jetzt natürlich das Let's Play beenden und natürlich tue ich das nicht. Wir werden auf jeden Fall jedes Level mal anspielen. Ob ich jetzt wirklich auch in den anderen Leveln alle Sterne hole, kann ich nicht versprechen. Aber wir werden in jedes Level mal reinschauen. Aber mit Atlantis Aquaria sind wir auch noch nicht fertig. Und ich mache diesmal, glaube ich, jetzt einen kürzeren Part. Genau, oder? Ach nee. Wir schauen mal kurz rein, was der nächste Stern ist. Ich mache jetzt keinen kürzeren Part. Ich will das jetzt wissen. Finde die 8 roten Münzen. Ja, ihr seid witzig. Ich habe noch keine einzige gesehen. Wo soll ich denn die jetzt hernehmen? Oder sind die oben? Kann es sein, dass die ganz oben waren? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, die sind ganz oben auf diesen. Hat es was mit diesen drehenden Plattformen zu tun oder so? Ich weiß es jetzt nicht. Also hier unten sind jedenfalls keine, weil den Bereich habe ich jetzt oft genug abgegrast, die letzten zwei, drei Parts. Ich möchte jetzt erstmal das Wasser nach oben stellen. So. Dann falle ich nämlich nicht immer so tief. Und muss nicht alles nochmal von vorne hochklettern. So. Da ist wieder unser Freund. Uiuiui, verdammt. Mario. Ich überlege gerade, ob ich schon irgendwas zu den Nachfolgeprojekten sagen soll.
Also sowohl für Technomage als auch für Mario stehen die Nachfolgeprojekte ja inzwischen fest. Ich glaube, ich habe es in Technomage auch mal erwähnt, allerdings in einem Part, den ihr, glaube ich, noch nicht gesehen habt, weil da habe ich auch noch ein paar auf Vorrat. Aber ich könnte es ja schon mal nochmal aufwärmen, während ich hier total kläglich scheitere, daran hier einfach auf diesen scheiß Block hochzuklettern. Hallo, was ist denn los? Mensch. Ja, also Nachfolgeprojekte haben wir einmal, keine große Überraschung, denke ich. Nachfolger von Super Mario, dauert aber noch eine ganze Weile, bis es soweit ist, wird wieder ein Lego-Spiel sein. Allerdings steht noch nicht fest, welches. Also, natürlich ist Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7 definitiv in der engeren Auswahl. Und es hat eigentlich auch nur einen ernsthaften Konkurrenten, nämlich Lego Herr der Ringe. Mein erklärtes Lieblings-Lego-Spiel. Und ich weiß noch nicht, welches ich spielen werde. Aber eins von den beiden wird auf jeden Fall der Nachfolger zu Super Mario 64 werden. Der Nachfolger zu Technomage wird mal wieder etwas ernsthafteres werden, nämlich etwas aus der Rubrik Let's Play mit Gänsehaut. Und zwar ein älteres Spiel. Und dieses Spiel ist eigentlich eine Trilogie. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Nein, nicht runterfallen. Ach, Mario. Ach, ich wollte... Aber ich habe da oben jetzt immer noch keine roten Münzen gesehen. Ja. Und es ist eine Trilogie, von der ich erstmal den ersten Teil spielen werde. Und je nachdem, wie der ist, weil es wird ein komplettes Blind-Projekt werden, je nachdem, wie der erste Teil ist, werde ich dann entscheiden, ob es die beiden Nachfolger auch noch gibt. Ich hätte auf jeden Fall alle Teile zu Hause. Und habe allerdings dann noch massive Probleme mit der Steuerung beim Testlauf gehabt. Und welches Spiel das ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, denn der Part ist zu Ende. Und ja. Und ich werde mich vielleicht auch inzwischen mal schlau machen, wo denn überhaupt die roten Münzen sind. Nicht, dass ich hier total auf dem Holzweg bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.